Ja, ein paar Folgen habe ich schon fast geschafft. Ich habe in dieser Aufnahmesession erstmal so gemacht, dass ich ein bisschen im Stillen die Aufnahme gestartet und geschlossen habe. Also ohne jetzt immer groß das große Tralala drumherum zu machen, sondern einfach Ja. Aufnahme, Ende, Aufnahme, Beginn direkt hintereinander. Ja, ist auch sinnvoll, sonst hätte das zu viel Zeit gekostet. Ach, das ganze Tralala dauert normalerweise viel Zeit, aber ich habe jetzt hatte jetzt nicht wirklich Lust gehabt, da die ganze Zeit Immer rumzureden. wieder zu unterbrechen. Das mache ich dann lieber, wenn ich die normalen Folgen mache, da kann ich es dann ruhiger angehen lassen. Ich möchte ja dich jetzt auch nicht zu sehr ausbremsen. Ausbremsen, das machen die Mobs schon gut genug. Das Ausbremsen schaffen die Mobs schon alleine. Muss ich ja nicht noch was hinzufügen an Ausbremsezeit. Wenn du mal so überlegst, dass wir schon über eine Stunde in Abby sind. Ja, über eine Stunde, also es sind auf jeden Fall mehr, also fast alle Folgen sind wahrscheinlich überlänge Folgen, weil ich nicht ganz genau auf die Zeit geguckt habe. Eine 21, 22 Minuten, 22 Minuten, 17 Minuten, ja. Also alles länger als die normalen Ja. 15 Minuten. Dieser Folge werden wir dann Abby noch auf jeden Fall fertig kriegen. Das werde ich dann so lange hinauszögern. Werde ich heute schön viel Zeit mit den Rendern verbringen. Ja. Die nächste Abby ist ja der Nico, ne? Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen länger, bis wir dann dort sind. Ja. Erstmal kommt das komplette Aslantal. Der Aslantal. Also bevor du bei Necro bist, bin ich dann schon Level 50 mit einer Klasse zumindest. Ja, so ungefähr. Aber es wäre echt schön gewesen, dass andere jetzt auch noch mit gewesen. Ja, kann man jetzt nichts dran ändern. Ja. Aber vielleicht wird es dann für in den nächsten Indie-Runs ein bisschen größer. Wenn vielleicht noch ein paar mehr Leute Let's Play gucken oder so. Oder auch dann angefallen finden an dem Gedanken, hier dann in einer großen Gruppe durchzurennen. Durch solche Low-Level-Indies. Nach der Gräberstadt kommt ja dann auch der mystische Altar. Ja. So, ach, ich kann ja schon mal den ersten Stein einsetzen. So, gerade den ersten Stein gesetzt. Das finde ich jetzt doof. Oh, das ist der Tierfaktor. Mitten im Let's Play fängt natürlich der Hund an zu bellen. Also Entschuldigung schon mal im Voraus an dieser Stelle. Auch dies hat jetzt der Gabe nicht mitbekommen, beziehungsweise der Desmoon. Eigentlich ist Deshalb jetzt auch klug. kommt dieser Kommentar jetzt von mir so zwischendurch. Ich habe gleich keine Mana-Tränke. Hast du jetzt keine Mana-Tränke mehr? Ich habe noch 7 Mana-Tränke, ja. Oha, ja, ich laufe auch Ich noch bin mit. mit 2-6 hier hingegangen. Was? Zwei. Ach du Scheiße, wie viel Mana hast du denn geschluckt? Genau. Ich merke schon. Ja, ich glaube, dich hochzuheilen, der Versuch ist ein bisschen sinnfrei. Muss ja eh warten, wo ein bisschen mehr machen. Sonst reicht meine Kiste.
Ah, trinke ich mir lange genug. Kann sein, dass dein Ping gerade nicht ganz so perfekt ist. Mein Ping, der ist auch 20. Okay, weil du irgendwie gerade ein bisschen Also ich hab Frames pro Sekunde von 80 und ein Ping von 20. Ja, weil irgendwie du gerade leicht verzerrt ankommst hier im TS. Wo ist Max? So, dann holen wir die Bots hier. Einmal zittern, bitte. Ja, jetzt muss ich dich ja nicht mehr wirklich heilen, jetzt kann ich auch ein bisschen mehr Schaden mit drauf machen. Und mich selber mit heilen. Ach na toll, mein eigener Ping ist so hoch. Wir unterstellen hier. Ja, ich merke schon. Ach, das ist jetzt natürlich wunderbar, in einer Aufnahme, mitten in einer Aufnahme, um High-Ping zu bekommen. Sowas liebe ich ja. Oh, der Boss widersteht aber noch den allermeisten meinen Angriffen. Erst für 25. Und ich bin Level 22. Darf ich ja wohl verlangen, dass ich mein, dass meine Angriffe treffen. Aber man merkt schon, was das Equipieren in Runes für einen Unterschied macht. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich hier aus dem Rucksack rausschmeißen soll. Das ist richtig grausam. So, jetzt wird's lustig. Ach ja, der greift ja auch noch immer. Freue ich auch schon. Ja, ich freue mich sowas von nicht. Langsam runterkloppen ist der Trick bei der leeren Hülle, glaube ich. Nee. Langsam runterkloppen und die ganzen Zombies, die erscheinen, immer kurz zwischendurch mit Ja. Fegefeuer umhauen. Ich bleib mal ganz Also nah bei dir. der eigentliche Trick ist bei der leeren Hülle, wenn man One Hit sitzt, spawnt er keine Mobs. Ja, aber ich glaube, ein One-Hit Schafft wirst du nicht aber ja nicht. hinbekommen. Genau. Dann heißt es langsam runterhauen und alle Adds, die auftauchen, umhauen. Ja, ich zieh den da mal. Dich nicht. Geister, zeigt euch. Na, jetzt habe ich es gleich auch. Jetzt kann ich gerade nichts zaubern, weil hier wieder ein Zombie ist. Ja, hier sind mehrere schon. Jo. Juhu, volles Psi. Aber wieder gesilenced. Ja. Ach, die schaffen wir. Ich habe wieder einen Zombie am Hintern kleben. Noch ein paar Zombies sind hier bei mir. Danke. Oh, der nächste Zombie. Ja, sobald die Stille runter ist, ist immer.
Okay, dann haben wir das ja jetzt. Also, das wäre jetzt ein Boss gewesen, wo man hätte sagen können, das wird ohne nix. Ja. Jetzt. Aber an sowas kann man ja schon sehen, wie schwer die Ebene damals war. Damals war es eine richtige schöne Herausforderung. Wie war das? Sesam, öffne dich. Willkommen in Ankalons Gemächern. Willst du das nicht auch vorlesen? Nö. Das wird mir jetzt, ist mir alles zu schnell jetzt gerade. Und außerdem ist der Text nicht ganz so interessant. Ach, Schokolade habe ich ja auch noch. Die hätte ich ja jetzt auch mal benutzen können für Mana. Boing. Oh, ich hätte sie auch dir geben können, als du gerade sagtest, du hast Mana-Probleme. Wenn ich jetzt mal so gucke, ich habe noch zwei Mana, bitte. Ja, ob die reichen für Ankalon, weiß ich ja nicht. Ja, sonst sehen wir es gleich, wenn wir wieder reinlaufen müssen. Somit hat der andere auch seinen Teil hierzu beigetragen. Der hatte mir ja die Schokolade zugeschickt. Das hilft zumindest etwas. Wobei ich hier die normalen Mana-Pötte schon bevorzuge, weil die fast mehr bringen wie die 10%. Ja, noch zumindest. Na klar, sagte ich ja noch. Also, ich habe das noch, habe ich jetzt dann nicht gehört, oder es wurde irgendwie verschluckt oder so. Ja. So, dann gucken wir mal, dass wir jetzt erstmal die Scheiße so wieder und vorher wegkriegen. Ja, wenn du sie geordnet kriegst, was du kriegst, dann ist es natürlich kein Problem, ohne sie zu pullen. Die hat jetzt schon fast 200.000 Lebenspunkte. Ist zwar nicht wanted, aber sonst der Feuerball geht ja eh instant hinterher. Ja. Der ist bereit zu sterben. Ja, guten Versuch ist es wert, dass wir sie jetzt umhauen. Ja. So, ich wollte mal. Jo. So, heile ich dich mal eben kurz ein bisschen. Wäre zu früh. Boah, die Freisetzung. Da könntest du gucken, dass du die mit einer Stille unterbrochen kriegst. Ja, ich hatte die erste schon unterbrochen. Achso. Das war das Problem. Und mit Blitzschlag unterbrechen? Ah, ich glaube, jetzt gleich wird sie sich zum allerersten Mal heilen. Ich habe keinen Mana mehr.
Also ich kann dich jetzt nur noch heilen, indem ich mit meinen physischen, nee, psychischen Pfeilen rein zufällig eine kostenlose Heilung bekomme. Ja, das ist ja auch ein Ding. Ich muss es sagen, einfach mal so kurz am Rande, die Skills für Psi sind ja ziemlich gut animiert, auch wenn wir noch ziemlich viel damit verfehlen. Ich muss halt gerade gucken, dass ich Mana spare ein bisschen. Ja, ich kann ja ein bisschen mit draufhauen noch. Auch wenn ich quasi keinen Schaden mache mit meinen 200er Hits. Ich hasse es, keinen Mana zu haben. Nein! Ja, ich war oben. Ich konnte nichts mehr machen. Nein! So knapp. Okay, also noch mal einlaufen. Ja, ich guck mal, ob ich sie so lange gekitet kriege. Ja, es wird mich kriegen, weil ich Mana Patriarch holen muss. Du kannst einfach jetzt rausrennen. Wir machen den dann gleich nochmal mit Mana Patriarch. Wir werden nicht rausrennen. Wir werden hier einfach versuchen, mal zu kiten. Wenn wir das wirklich schaffen, dann lache ich. Das war so typisch. Jetzt, wo wir gleich eh durch sind, kriege ich noch 2 Stunden Mount. Eben als ich eins gebraucht hätte. Keine Chance. Okay, ich bin auch jetzt tot, muss auch noch reparieren gehen Ich dann. hab's gesehen. Einmal schnell reparieren. Reparieren ist nicht das Schlimme. Mana trinken ist viel wichtiger. Die brauche ich jetzt nicht ganz so unbedingt. Ich aber. Das hat mich gerade aufgeregt, oben war. Dann gucke ich jetzt gleich auch noch mal kurz ins Postfach. Da wurden ein paar Mana-Tränke, kann ich mir ja wohl auch mal noch mitnehmen dann. Ich meine, Gold habe ich ja. Im Gegensatz zu meinem Main-Schau auf meinem Main-Server. Okay, wenn wir jetzt die Mana trinken, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Aber was, ich habe jetzt wieder 400 Mana trinken mit. 400 Mana Trinker. Ach du Ja. Scheiße. Ach Dann du hast du schon das Scheiße. vom Grand Movement. Wenn du grindest, geht die natürlich schon runter, glaub mir. Ich glaube, mein Client hat sich vielleicht ein bisschen aufgehangen. Er steckt hier gerade im Ladebildschirm. Ja, bei mir steht sowas schon mal da. Ich laufe den schon mal bis zu Ankalon wieder durch. Okay, jetzt ist er durch. Gut, ich gehe eben kurz retten. Und So. verkaufen. Dann kann ich nicht mal meinen Rucksack ein bisschen leerer räumen. Und ins Postfach gucken. Also all Ich helfe dir eigentlich. was ich Ich in weiß einem... aber noch eine Quest, die du vergessen hast. Welche? Grafikalter. Ja, die kommt ja dann irgendwann in der kommenden Aufnahmesession. Ja, weil die Quest hätte ich mich auch schon lange haben können. Die nimmst du ja eh in an. Ist auch eher so zu den Kommentaren. Ich bin ja mit Silberquell innerhalb von 4 Folgen durchgekommen. Der Grafibara ist, den zähle ich mit zu Abby indirekt. Das ist aber eine komplett andere.
Ich weiß. Oh. Ja. Jetzt fast verbrannt. Ah, ja, und vom lieben Rünak habe ich noch ein paar Heiltränke via Post zugeschickt bekommen, die ich natürlich jetzt gleich dann auch in der Indie gut mitbenutzen kann. Ich habe gerade voll was verbrannt. Was hast du Ich renn verbrennt? rein, ziehe. Ich renn rein, ziehe erstmal den kompletten vorderen Akku. Oh. Kein Problem, einmal die Ladung war viel voll, das war's dann. Aber Emotionen. Und mir fällt gerade auf, wir haben ein neues Rüstungsteil, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Zum Anziehen zumindest. Ich glaube, ich warte dort lieber auf Eingang, wenn hier die Mobs wieder da sind. Nicht, dass du gleich auch eine schöne Überraschung kriegst, weil du hier wieder welche gespawnt sind. Das tauschen wir nämlich auch nochmal aus. Jetzt haben wir schon 20 Intelligenz insgesamt. Okay, hier können wir jetzt, holen wir uns auch nochmal ein paar Tränke. So, 20. Da ich sowieso Ja, die hattest nach du der gar nicht schon Instanz die erstmal Mobs aus nicht brauchen der neuen kann. Indie gleich angeguckt? Neue Inni, meinst jetzt die Burg von Bedim? Ja, richtig. Habe ich schon auf normal gestern durchgelaufen. Es sind noch normal zwei Sets mal drauf. Auf normal sind. Nur, ist immer nur ein Stat pro Item drauf. Ein gelber Stat, aber das sind dann auch so Stats, wie sie im Nest normal gibt, also totale Crap-Stats. Die besten Stats, die Ah, du dort kriegen verständlich. kannst, sind Geschick PATK, Weisheit LP und Stärke PATK und Stärke LP und Geschick LP. Also sind Weißt nicht. du, LP kann auch leicht droppen, ne? Das weiß ich nicht, ob das auch auf leicht droppen kann. Ich habe zum Beispiel geguckt, ich hatte das erste Item Weisheit LB, Ausdauer Weisheit. Bing Weil das aktuell ist Ausdauer aktuell Weisheit ein älteres scheiße. Set war. Warum auch immer, der Ping ist extrem kacke. Ja, aber allgemein ist die neue Innie nicht so was für mich. Ich finde da Nest doch schon besser. Vor allem in der Ja, Innie sterbe einfacher. ich. In der neuen Innie bin ich als Heiler öfter gestorben, aber habe deutlich weniger Mems bekommen. Ja. Wenn nicht der erste Boss sowieso ein sehr komisches Target-Verhalten bei so einer AOE. Der erste Boss ist das geringste Problem. Ich finde den zweiten Boss schon deutlich schlimmer. Ja, zwei Bossen habe ich jetzt noch nicht so oft probiert. Ich fand es nur gestern unten vom ersten Boss. Warte mal. Ja, ich glaube, das ist der zweite Boss, den ich meine. Dort Der ist. teilt sich ja auf. Das ist ja diese geistige da. Ja. Warte mal, bin ich jetzt leicht verwirrt? Ich meine jetzt auf jeden Fall. Okay, genau. Ich weiß, was du meinst. Diesen Magier, ne? So, ich gebe dir mal eben noch den Webefluch wieder. Ach ja, hier sind ja die ganzen Viecher wieder respawned. Deswegen habe ich gedacht, ich warte doch lieber am Eingang. Boah, dieser Ping, der nervt. Aber extrem. So. Also, vielleicht seht ihr das. Ich kann gerade aktuell überhaupt nichts machen. Mein Ping ist viel zu hoch, bevor irgendwie was reagiert. Ist schon längst vorbei. Muss ich runterspringen, sondern abkommen. Mit Fegefeuer runterspringen. Das ist immer gut. Das Lustige ist, mein Ping ist meist immer nur einseitig. Ich selber kann nichts mehr machen, sehe aber alles in Echtzeit noch. Ich meistens auch, das ist ja doof daran. Das ist richtig schlimm als Heiler. Dann steht man da und man sieht, wie die Gruppe stirbt, kann aber selber nichts dran ändern. Ich will jetzt nicht wissen, was für eine Überlänge wir hier in dieser Folge bereits haben. Obwohl eigentlich schon. Ich guck mal ganz kurz.
Hattest du deinen Zuschauern eigentlich schon erklärt, wofür die alten Fossile da sind? Nein, das hatte ich jetzt noch nicht gemacht. Das könnte ich natürlich jetzt mal kurz machen. Aber ich glaube, ich werde sowieso noch eine kleine ENI-Nachbesprechung nach der ENI machen, was wir denn jetzt letztes Mal Okay. gemacht haben. Es wird dann irgendwann in der nächsten Woche oder so sein. Die jetzige Folge ist ja jetzt auch schon wieder deutlich über Länge. Mit 24 Minuten. Schon jetzt. Wir sind ja noch nicht immer bei Ankalon und haben sie auch noch nicht fertig gemacht und so. Die Quest müssen wir auch noch abgeben. Also es wird eine 30-Minuten-Folge sein oder so jetzt mal. Ja. Ich weiß zumindest, dass ich die durchgucken brauche. Dass du sie nicht angucken brauchst. Ja, wäre sinnvoll. Ach was. Kann nochmal alles aus der Sicht von mir sehen. Da muss ich mir meinen Dorfgab auch nochmal anhören. Ja. Ich verzichte. Man gewöhnt sich an die eigene Stimme. Das ist etwas, was viele Leute sagen, wenn sie anfangen mit Let's Plays. Ja, da muss ich mich ja immer selbst anhören. Man gewöhnt sich einfach irgendwie dran. Ich nehme trotzdem zu Demonstrationszwecken ein altes Fossil mit, damit ich das nicht vergesse. Also wir sind jetzt gleich ja wieder bei der lieben Ankalon und werden sie dann einmal diesmal wirklich fertig machen. Es war ja wirklich knapp in der letzten, beim letzten Versuch. Das ist auch wirklich jetzt die vierte Aufnahme, oder? Ich guck mal ganz kurz nochmal. Eins, zwei, drei Jetzt wäre es auch schön, ja. und vierte Aufnahme. Gut, passt. Dass ich aufs Maler achten muss. Nicht mehr aufs Mana achten, naja. Nö, muss ich nicht mehr. Ich hab natürlich das Makro mir schon geschrieben, dass er immer, wenn das ausläuft, vielleicht einen neuen Trank schluckt. Ach so, okay. Ja, ich weiß, ich bin faul, aber ich gehe zumindest so. Kannst du sicher auch über NT-Buff machen, rein theoretisch? Könnte ich, aber müsste ich jetzt installieren. Achso, du hast keinen NT-Buff. Ja, okay, dann ist ist hinfällig. Ich weiß Ja, hast du das nur, Maul bekommen gerade? dass ich. Ja, und in letzter Sekunde nur noch Aura zünden können. Ja, ich habe da auch noch sehr schön was zwischenballert noch. Einmal die Entladung. Ja, ich werde jetzt nicht sehr viel anderes machen als schnell Heilung auf dich zu spammen. Ich glaube, sehr viel mehr kann ich sowieso nicht machen. Boah, ich kann jetzt zumindest auch selber heilen, dass ich auch normal achten muss. Hey. Ja, jetzt haben wir hier wieder einen extremsten Ping-Lag. Ihr seht es gerade. Es tut sich gar nichts. Das ist jetzt Ping-abhängig. Hier seht ihr, na gut, seht ihr nicht, wie der Ping sich gerade verändert hat. Okay, doch, wir haben 8000er Ping. Das ist echt als der Ping, den ich haben kann. Hauen wir mal ein bisschen mit dem abgetrennten Bewusstsein drauf. Das ist lustig, der Skill finde ich. Viermal gut Schaden verursachen innerhalb von einer Zeit. Der Schaden ist ja wirklich eigentlich ziemlich hoch. Aber wir haben kein Ziel mehr. Dann hauen wir mal ein paar weitere psychische Pfeile drauf. Ich meine, unser Mitspieler Oh, denkt hier, das Heilung wäre wirklich exzellent. Was hast du? Mein Ping geht gerade überhaupt nicht.
Ich hab dich gerade eben zwischengeheilt. Jo, ich krieg fast gar nichts mit, weil mein Ping so extremst in Ja, der du Höhe warst ist. dann auf 100 live runter. Da habe ich einmal reingegriffen. Das ist auch nicht der Normalzustand hier mit dem So, Ping. ich mache aber schon was aus. Ja, auch pingmäßig hat sich jetzt gerade wieder ein ganz helles bisschen gefangen. Ich krieg zumindest alles wieder mit und kann auch relativ zeitnah wieder reagieren. Doch gut aus. Das packen wir. Aber ich habe wieder ein Ping-Lag. Juhu, Ankalon ist tot. Nemesis der Untoten als Titel. Na, bekomme ich nicht mehr. Aber ich habe ja meinen einsamen Läufer, das reicht mir. Ah, zwei schöne Dinger. Ein O-Ring und ein Ring. Ja, dann muss ich auch mit. Jo, habe ich beides mal gegiert. Und eine Geistbinde, eine Perle müssen wir noch eben wegbringen. Ich würde sagen, damit durch muss man den Quest dann auch mit einmal Gruppe verlassen. Die Rohringe können wir jetzt noch nicht anziehen, weil wir stufenmäßig noch zu niedrig sind. Seelenwünsche. Müssen wir auch wegbringen. Haben wir also den ganzen Haufen Quests hier nochmal zurückzubringen, nach Varanos und so weiter. So, ich danke dir dann für die nette Hilfe. Kein Problem. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, habe ich hier alles fertig gemacht an Quests, das heißt 5 Quests abgeben. Dann mit diesen Quests müssten wir Stufe 23 schon locker werden, wenn nicht sogar bald schon 24, aber 24 wird ganz knapp, aber 23 werden wir auf jeden Fall erreichen. Und ich würde sagen, So. dann lösen wir die Gruppe auf, um ganz schnell hier rauszukommen. Richtig. Das ist ein kleiner Trick, den es hier in Rules of Magic gibt. Wenn die Gruppe aufgelöst wird, wird auch die Instanz aufgelöst und durch das Instanz auflösen wird man nach draußen teleportiert. Und zwar jetzt, wie ihr seht. Und dann gehen wir noch schnell die Quests abgeben und dann sind wir mit dieser Ja, Folge auch ich durch. bin hier noch. Ich stehe so hoch gedimpt für die Ellie. Hatten trotzdem was zu kauen. Ja, gut, was zu kommen zumindest. Ja. Sind wir wieder in unserem Lieblingsbildschirm, dem Ladebildschirm. Ich hoffe ja jetzt auch, dass wir jetzt gleich keinen Crit kriegen. Wir spielen ja jetzt schon ziemlich lange, das heißt, die Chance auf einen Crit ist bei Rules of Magic jetzt deutlich gestiegen. Ich möchte jetzt, genau, da kommt auch schon die Nachricht, der ist benutzte Maß an Computerspeicher sein, hat ein gesundes Maß überschritten. Na gut, wobei das nicht viel zu sagen hat eigentlich, diese Meldung. Das habe ich ja auch schon mehrmals versucht zu erklären. Die Meldung haben die vor mir irgendwann eingebaut und nie gewusst, was wir damit machen, glaube ich. Okay, sind wir jetzt hier, reiten wir kurz hier lang und springen dann hoch zur Klassenhalle von Varanas. In Halle des Auges, des Auges der Weisheit müssen wir, glaube ich. Ja. Und dann gehen wir mal schnell die Quests abgeben noch. Einmal hier hinten müsste es doch sein, oder? Da geradeaus durch. Zu dem Erzmagier. Großmagier, nicht Erzmagier. Jarandor. Ankalos Forschungsdetails. Ja, haben wir nochmal eine. Ja, die Kette ist schlechter als die, die wir haben. Das heißt, wir nehmen das teuerste mit zum Verkaufen. Das ist so ein Standardvorgehen.
Wenn man etwas nicht gebrauchen kann, oder wenn man nichts davon gebrauchen kann, nimmt man das Teuerste zum Verkauf mit. Habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwann gesagt. Gut, wir haben noch ein paar andere Quests abzugeben. Einmal zu den Toren von Varanas zurück. Die Teleports gehen ja zumindest noch relativ flott jetzt wieder. So. Ja, auf jeden Fall kann ich jetzt schon mal sagen, eigentlich war der Abbey Run ziemlich lustig. Und ich hoffe natürlich, er hat euch genauso viel Spaß bereitet wie mir. Klar, an einigen Stellen haben wir mehr oder weniger geschummelt. Kam aber auch daher, dass wir jetzt keine volle Gruppe organisieren konnten. Wenn es auf die Gräberstadt der Spiegel zugeht, versuche ich mal gezielter eine größere Gruppe zusammenzukriegen, sodass wir auch wirklich mit gleich starken Leuten in die Gräberstadt gehen können und auch dort noch eine gewisse Herausforderung haben. Dass wir die Gräberstadt wird aber auch dann deutlich länger dauern als hier die Abbey. Die Abbey ist ja eigentlich noch eine relativ kurzweilige Innie, wenn man das so sehen möchte, zumindest in diesem Levelbereich. Also im Low-Level-Bereich. Richtig kürzere Innies gibt es dann erst wieder im absoluten High-End-Bereich. Ja, hier können wir die Quest abgeben. Kriegen wir noch ein Stoffteil. Zack, sind wir Stufe 23. Hier und die können wir auch natürlich wieder, steigern wir natürlich auch wieder, wie alle, wie eh und je. Woge der Boshaftigkeit. Ja, es gibt so viele eigentlich Zusatzeffekte bei dem Hexenmeister, das finde ich eigentlich ganz interessant, aber der wird anscheinend auch ein richtiger TP-Fresser sein, so ein Hexenmeister. Das finde ich schon wieder ziemlich, ja, mehr oder weniger blöd. Okay, hier haben wir jetzt keine Quest. Warte mal, müssen wir drei Quests dort oben zu dem Typen bringen? Hugo. Questempfänger. Hugo. Tatsächlich, wir müssen drei Quests zu dem Hugo bringen. Ja, dann bringen wir dem lieben guten Hugo noch drei Quests. Zusammen haben wir dort nicht mehr viel Punkte. 5000. 5800. Ne, 5100. 6800. Ja. Sind 8500 Punkte nochmal. Aber ist ja nochmal ein guter Sprung in unserem Level. Truhenverkauf mit Sachen aus Alpi bis Knochennest der Kulech. Ja, mit dem Charakter hier brauche ich das auf alles auf keinen Fall. Wäre ja auch ziemliche Verschwendung, wenn man es so sagen möchte. Ach, wir haben ja noch gleich die Karte gebundener Forscher, die wir auch noch hier einlesen müssen. Darf ich jetzt nicht vergessen. Wenn ich so bedenke, das wird eine Renderzeit jenseits von Gut und Böse heute. Ich muss gleich auch noch Skyrim aufnehmen. Ach du Scheiße. Ich sehe mich schon wieder eine halbe Ewigkeit rendern heute. Ja, wünsche dem Ralle jede Menge Spaß. Jedes Mal, was ich nicht alles für Renderzeiten für euch in Kauf nehme. Aber ich mache es ja gerne. Womit ihr mir wirklich danken könnt, es sind immer Kommentare unter den Videos, so wie wenn euch die Videos wirklich gefallen, vielleicht auch das Weitererzählen von an anderer Leute, die Videos auch interessieren könnten. Das ist das, was mich wirklich glücklich machen würde. Einfach nur mal so am Rand nochmal erwähnt. Ist natürlich alles kein Muss, ich kann euch das nicht alles aufzwingen, aber es ist halt so eine Art Bitte. Ein schöner neuer Stab, den wir erst mit Stufe 25 Naja, gehen wir benutzen mal können. weg. Jo, danke nochmal und dann bis demnächst. Jo. User left your channel. So. Dann müssen wir eben hier kurz warten, bis der Hugo fertig ist. Okay, einen letzten Gefallen haben wir noch. Müssen wir für ihn noch tun? Eine Quest wegbringen. Intagena rüber. Das können wir auch noch eben machen. Das machen wir jetzt noch alles. Dann wird wir jetzt wirklich einen vernünftigen Abschluss kriegen. Uns fehlt noch ein Teil hier aus dem
9 Set, wenn ich das richtig sehe. Ah ne, 2. Grafenjacke und Schulterschützer. Warte mal, Schulterschützer haben wir aber gerade bekommen. Da sind sie noch. Ich muss nur gucken, wo die hingelandet sind. So, jetzt haben wir schon erhöhte magische kritische Trefferrate. Wie viel magische kritische Treffer haben wir eigentlich? Nur 1,26%. Das ist ja gar nichts. Ich habe mit meinem Druiden einfach nur mal so zum Vergleichen eine kritische Trefferchance von 60%. Also da müssen wir noch ein bisschen dran feilen, dass das noch ein bisschen häufiger kritischer wird. So, okay. Ja, auf jeden Fall vielen Dank nochmal, dass ihr diese überlänge Folgen euch alle angeguckt habt, dass ihr mit den ganzen Spaß einer Abby mitgemacht habt. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch meine Let's Plays gefallen, wie gesagt, abonnieren und vor allem teilen. Teilen ist ganz wichtig für Let's Player, damit sie größer werden. Let's Player können nicht selber Werbung machen, sondern Let's Player müssen beworben werden. Mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge.